Eigentlich können Sie ja jetzt schon alles. Sie sind eigentlich in der Lage, in einem elektrischen Netzwerk alle Ströme, Spannungen zu berechnen. Sie haben einige Vereinfachungen kennengelernt. In diesem Kapitel möchte ich sich jetzt einfach mit ein paar speziellen Schaltungen bekannt machen, die sehr oft vorkommen. Das erste wird sein, wir werden uns Quellen betrachten. Batterien zum Beispiel, Batterien, die in so einer Steuerung drin sind. Wie können die beschrieben werden? Und das zweite ist, wir werden uns Brücken betrachten. Was ist eine Brückenschaltung? Das ist genau Ihre erste Aufgabe, die Sie auch wieder lösen sollen. Schauen Sie doch mal im Internet nach, was eine Brückenschaltung ist, was das Kennzeichen einer Brückenschaltung ist und woran man sie erkennt. Wo werden Brückenschaltungen eingesetzt? Brückenschaltungen werden eingesetzt in der Messtechnik. Und deswegen bin ich hier an diesem kleinen Roboter. Sie sehen hier an diesem Roboter den Arm. Und hier kann sogar gemessen werden, mit welchem Drehmoment hier bestimmte Dinge ausgeführt werden. Und wenn Sie genau hinschauen, dann sehen Sie hier schon mal diese Brückenschaltung. Und das ist der Grund, warum wir dieses Kapitel so haben. Weil später in der Messtechnik werden Sie sehr oft diese Schaltungen wiederfinden. Was glauben Sie, wie Ihre Kollegen schauen werden, Ihre Kollegen, die Spezialisten in der Elektrotechnik sind, wenn sie wissen, was eine Brückenschaltung ist? Dazu wünsche ich Ihnen viel Erfolg.